Ja, hallo und herzlich willkommen zurück beim Joe. Heute nochmals ein Kölsch, und zwar das Schreckenskammer-Kölsch. Ich glaube, den meisten Kölnern ein Begriff, das Brauhaus Schreckenskammer ist mit eines der ältesten der Stadt und hat eine große Tradition. Man sieht sie auch seit 1442. Das Brauhaus zur Schreckenskammer gibt es in der Kölner Altstadt, im Norden der Altstadt. Und ist auf jeden Fall ein Besuch wert und eines Probereagenzgläschens, um es mal so zu sagen. Ist auf jeden Fall ein Besuch wert, wenn man das mag. Dafür muss man natürlich grundsätzlich vielleicht erstmal auch einen Kölsch mögen, den Geschmack des Obergärigen. So, jetzt kommen wir zum ersten Geruch. Hopfig, wirklich sehr hopfig. Ich habe noch gar nicht mal hinten drauf geguckt. Da steht ja noch was. Und zwar hinten steht drauf: Eines der ältesten Kölsch der Stadt beschert jedem Kölschliebhaber einen ganz besonderen Genussmoment. Der Legende nach wurde es den Gefangenen auf dem Weg zu ihrer Richtstelle im Brauhaus zur Henkersmahlzeit gereicht und trägt seither diesen Namen. Ein kräftiges, vollmundiges, hochvergorenes, schrecklich leckeres Kölsch. Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen. 5%, ein schöner halber Liter. Und ich mag auch die Flasche, finde das schön schlicht. Muss ich sagen, finde es sehr angenehm designt. Aber jetzt kommen wir zum Wichtigsten, und das ist der Geschmack. Prost. Hat wenig Kohlensäure, trotzdem sehr erfrischend. Also ganz im Abgang macht sich auch noch so ein bisschen was Malziges breit, aber also gerade dieses Hopfenaroma, auch ein bisschen bitter, ist es auch so ein bisschen bitteres Hopfenaroma. Oder so eine Hopfenbitterkeit, die macht sich da wirklich bemerkbar. Also ist. Sehr angenehm zu trinken. Kann man auch gut trinken. Also schmeckt gut. Überrascht mich gerade nochmal. Ich habe schon sehr lange nicht mehr aus der Flasche getrunken. Als ich das erste Mal getrunken habe, fand ich es gut, aber nicht komplett überzeugend. Gerade finde ich es wirklich sehr lecker. Es ist auch wirklich eisgekühlt. Es ist gut. Es ist gut. Also es lohnt sich das vielleicht auch mal in der Flasche zu kaufen. Ich weiß nicht, ob man es bei euch vor Ort vielleicht irgendwo erwerben kann. Ich glaube, das wird schwer, wenn es nicht gerade im Umkreis von Köln ist. Aber vielleicht klappt es ja. Vielleicht habt ihr ja auch einen Getränkehandel bei euch, wo ihr euch was wünschen könnt. Das gibt es ja zum Glück manchmal nochmal bei sehr netten Getränkehändlern. Und ist auf jeden Fall mal eine Probe wert. Und vor allem, wenn ihr in Köln seid. Brauhaus zur Schreckenskammer Altstadt Nord. Da auf jeden Fall mal probieren. Schmeckt natürlich noch besser. Aber so ist es wirklich gut. Kann es empfehlen. Für mich das Mühlenkölsch, was ich letztens getestet habe, noch auf jeden Fall noch mal ein Stückchen besser. Insgesamt auch beim Kölsch. Ne? Wen das dann interessiert, also so ein leckeres, gezapftes Päffkenkölsch, das ist schon sehr, sehr gut. Also wenn ihr da mal in Köln seid und dann in die Päffkenbrauerei geht, auch in der Altstadt. Also das lohnt sich. Das lohnt sich. So, und jetzt will ich den Rest mal genießen. Also ja, genießt noch euren Tag und Prost.